Sind Sie eigentlich schon auf Wikisana? Herzlich willkommen zu unserem Format Naturmedizin. Schön, dass Sie wieder da sind und sich für Ihre Gesundheit interessieren. Denn das ist das Wichtigste. Ohne Gesundheit ist einfach alles nichts. Und wir haben heute wieder einen spannenden Gast da, der uns wieder einführt in die inneren Prozesse in unserem Körper. Und heute haben wir uns vorgenommen, über die Mitochondrien zu sprechen, die wahren Macher in unserem Körper. Und es tut sich hier wirklich ein ganz neues Universum auf. Seien Sie bitte gespannt und freuen Sie sich mit mir auf meinen Gast. Wir starten gleich. So, lieber Per, vielen herzlichen Dank, dass du wieder bei uns bist. Immer sehr gern. Per Zebergs, Gesundheitsanalyst und Inhaber des Cell Energy Centers auf Mallorca. Ja. Schönes Fleckchen Erde. Ja. Ich glaube, momentan der beste Standort in Europa. Okay, gut. Aber nichtsdestotrotz, wir haben überall auf der Welt Mitochondrien in unserem Körper. Ja, das stimmt. Deswegen beschäftigen wir uns heute mal damit. Und ich habe ja schon mal ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen von dir in die Mitochondrien. Und da tun sich, wie schon gesagt, wirklich wahre Universen auf oder wahre Kosmose, wie es in der Zeit. Ja, kann man auch so sagen, ja. Genau. Und darüber wollen wir uns heute mal informieren. Denn wenn wir ein größeres oder wenn wir ein besseres Bewusstsein haben von unseren Mitochondrien, dann glaube ich, haben wir auch mehr Motivation, das zu unterstützen oder die Funktionalität zu unterstützen. Ja. Erzähl uns doch mal was über unsere Mitochondrien. Was sind sie und warum sind sie die wahren Macher? Fangen wir mal andersrum an. Aha. Was ist der Mensch? Okay. Ich liebe dort den Ausdruck von dem Ulrich Warnke, ist einer der intellektuellen Genies, die ist derzeit auf der Welt. Und der hat einmal gesagt, der menschliche Organismus ist ein Ökosystem. Mhm. Jetzt haben wir, ich gehe mal vom 70 Kilogramm Mensch aus, circa, genau hat es noch nie einer gezählt, aber circa 70 Billionen Zellen. Das ist eine 7 mit 12 Nullen oder so. Aber das ist noch der kleinere Teil von dem, was wir ausmachen. Mhm. Wir haben ungefähr 10-mal so viel Mikroorganismen, also Darmflora, Mikrobiom, 700 Billionen. Und jetzt kommen wir zu Mitochondrien. Das sind auch eigenständige Lebewesen. Bakterien, die kommen eigentlich aus der Bakterienwelt. Die waren die, die es ermöglicht haben, einen Sauerstoffstoffwechsel überhaupt zu haben. Auf der Welt gibt es nur zweimal mehrzellige Organismen, weil wir Mitochondrien haben. Weil die als Bakterien früher mal angefangen haben, Sauerstoff sozusagen verwerten zu können. Konnten wir früher nicht, früher war Sauerstoff giftig. Mhm. Und diese Mitochondrien sind dann irgendwann mal eine Synergie eingegangen mit Zellen. Erst haben die außerhalb von den Zellen gelebt und dann irgendwo haben die einen besseren Deal noch gemacht und gesagt, wir gehen rein, wir sind die Energieversorger für euch und ihr versorgt uns mit Nährstoffen. Also diese Mitochondrien sind eigenständige Lebewesen mit einer eigenen DNA. Die haben eine Ring-DNA mit 38 Genen, das weiß man heute ziemlich genau, haben einen eigenen Stoffwechsel, alles. Und die Jungs haben eine unfassbar hohe Intelligenz. Und nur zu sagen, zurück zu dem Ökosystem. Von denen, da schwanken die Zahlen sehr stark, aber man kann sich das selber ein bisschen ausrechnen. Also die einen sagen, wir haben zwischen 100 und 200 Billiarden. Und andere sagen, wir haben sogar bis zu einer Trillion von denen. Aber man kann sich selber mal ein bisschen ausrechnen. Die normale Zelle sagt, man hat so 1500 Mitochondrien, also nicht eins, sondern so 1500, das ist normale Zelle. Eine anspruchsvollere Zelle hat so 6500 Mitochondrien, eine Zelle. Und die weibliche Eizelle hat 100.000 Stück von denen. 100.000 Stück von denen. Eigenständige Lebewesen. Eine Zelle. Jetzt muss man nur mal rechnen. 70 Billionen mal, sagen wir mal im Schnitt 5.000, was kommt da raus? Ja. Eine lange Zahl. Also, okay. Und es ist so, diese Mitochondrien sind eigentlich am bekanntesten als Energiezentren. Ja. Also die produzieren aus dem, was wir als Nährstoffe zur Verfügung stellen, sei jetzt mal Zucker und Sauerstoff, Eiweiße und Sauerstoff und insbesondere Fette und Sauerstoff, das ist der beste Energieerzeuger, den es gibt. Deshalb ist auch dummes Zeug, wenn Leute sagen, sagen wir mal, Kokosöl sei schlimmer wie Schweineschmalz ungefähr. Das hat eine Professorin gesagt, dümmer geht's nicht mehr. Oh. Das ist der stärkste, sagen wir, Energietreibstoff für unsere Mitochondrien, damit die ATP herstellen. Dass man mal ein bisschen eine Vorstellung hat, wie viel Treibstoff
die Mitochondrien herstellen müssen. Allein das Herz braucht am Tag 6 Kilogramm Adenosintriphosphat. Nur das Herz. Und wenn die gut arbeiten, brauchen wir das Körpereigengewicht an Adenosintriphosphat und wir stellen die Mitochondrien her. Mhm. Da sieht man einfach mal, was müssen die leisten. Und jetzt ist so, diese Mitochondrien sind hochintelligent. Die sind, was die alles machen müssen. Also die sind in der Zellkommunikation beteiligt. Kann man glauben, also wenn die jetzt dieses Adenosintriphosphat bauen, dann hängen die, da gibt es Adeninketten, an die zweite Adeninkette Photonen hin. Photonen sind die Botenteilchen des Elektromagnetismus, der vierten Urkraft im Universum. Das ist die wichtigste Urkraft, die es gibt. Neben der schwachen Kernkraft, neben der starken Kernkraft gibt es noch Gravitation und Elektromagnetismus. Und Elektromagnetismus mit Abstand die Nummer eins für uns. Und dann nutzen die Botenteilchen von dem Elektromagnetismus und hängen die an die Adeninkette von dem ATP hin, wo dann im ganzen Körper verteilt wird. Mhm. So funktioniert Zellkommunikation. Mhm. Dann sind die intrazellulär in den Zellen. Sollte da jetzt ein Virus oder sowas reinkommen, die wissen, wie man den abfängt. Und zwar, die bilden dann NO, Stickstoffgas. Das neutralisiert und killt diese Pathogene. Mhm. Dann, ein unglaublich wichtiger Vorgang ist die Apoptose. Apoptose, das muss man sich so vorstellen, also gesunde Mitochondrien wissen genau, die haben das Sensorium, die Sender, die Antennen, alles. Die wissen genau, wenn eine Zelle zu alt wird und sozusagen jetzt krank oder schädlich werden könnte. Mhm. Dann muss die aus dem Rennen genommen werden. Und wie machen die das? Wie nehmen die diese Zelle aus dem Rennen oder auch Organellen in den Zellen? Also muss ich ja eine Zelle vorstellen, die ist so ein komplexes Konstrukt wie ungefähr New York. Also russische Wissenschaft sagt, eine so eine Zelle hat in der Sekunde 10 hoch 15 Aktionen. 10 hoch 15 ist ungefähr so groß wie die Zahl aller Ameisen auf dieser Welt. Oh Gott. Und von denen eliminieren, recyceln wir und bauen neu 5 bis 7 Millionen im Schnitt. Haben wir ein Problem der Prozess, der Wundheilung oder so? Bis zu 50 Millionen von denen. Also unser Körper wäre in der Lage, Maximum bis zu 50 Millionen New Yorks in der Sekunde zu bauen. Das ist geil, da brauche ich Energie dazu. Und das sind die Mitochondrien, wo diese Energie und alles zur Verfügung stellen, aber die auch aus dem Rennen nehmen. Um die aus dem Rennen nehmen zu können, brauchen die Waffen. Jetzt ist es so, dass wenn die Mitochondrien Adenosintriphosphat produzieren, also unsere Geldwährung, unsere Energiewährung, dann produzieren die als Nebenprodukt immer freie Radikale. Die sind gar nicht immer schlecht. Für bestimmte Prozesse brauchen wir freie Radikale. Und diese Mitochondrien haben diesen freien Radikalen und zerstören damit die Zellen oder Organellen, die aus dem Rennen genommen werden müssen. Diesen Vorgang nennt man Apoptose. Mhm. Der spielt übrigens eine Riesenrolle, wenn man zum Beispiel Geschwüre hat. Oder gerade bei Krebsbucherung. Mhm. Und da heißt jemand, da so viele neue Zellen, das ist das Problem. Das ist ein dummes Zeug, das ist nicht die neuen Zellen, die das Problem sind. Das Problem sind, die alten Zellen verkleben an der Zellmembran mit dem neuen und gehen nicht. Mhm. Wenn die alten gehen würden, die neuen sind ja, die waren ja sowieso immer ausgetauscht. Ja. Aber die alten gehen nicht, mhm. weil der Apoptoseprozess nicht mehr funktioniert. Weil die Mitochondrien diesen Job hier nicht mehr machen. Wir sprechen dann über dysfunktionale Mitochondrien. Mhm. Aber dieser Apoptosevorgang spielt nicht nur bei Eliminierung von alternden Zellen, alternden Organellen eine Rolle. Die kommen schon viel früher ins Spiel. Und dann sieht man mal, wie unglaublich wichtig diese Mitochondrien sind. Deshalb sage ich auch, das sind die eigentlichen Macher. Bei der embryonalen Entwicklung sieht es so aus. Die DNA selbst, die kann nur die Hauptcharakteristika abbilden. Also wie groß man ist, vielleicht Augenfarbe. Jetzt gucken wir mal, wo die Limitierungen sind. Auf Basis des Bauplans der DNA hätten wir als Hand eine Platte. Ungünstig. Ungünstig. Zum Greifen nicht so toll. Ja. Jetzt kommen die Mitochondrien, das weiß man heute, jetzt kommen die Mitochondrien und subtrahieren die Zellen, damit wir die Form einer Hand bekommen. Und so läuft es eigentlich fast überall ab. Oder ein anderer Fall bei der fetalen Entwicklung ist folgender. Wir bilden in dieser Phase 80% mehr Nervenzellen, als wir dann bei Geburt haben. Wer entscheidet, welche die überflüssigen sind?
Da kommen die Mitochondrien und subtrahieren Nervenzellen. Mhm. Damit wir genau die richtige und genaue richtige Quantität haben. Das machen die Mitochondrien. Okay. Dann, diese Mitochondrien sind für viele Regulationsprozesse verantwortlich. Also die steuern unglaublich viele Dinge. Zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel die DNA ist ja eigentlich der Bauplan für Proteine und so weiter. Und wenn jetzt, sagen wir mal, es kommen irgendwelche epigenetische Einflüsse, also es kommt irgendeine Information, wir brauchen ein bestimmtes Protein, der Bauplan ist nicht mehr da, dann ist es so, dass dann, sage ich mal, die Proteinhülle um die DNA öffnet sich einer bestimmten Sequenz, diese Sequenz wird kopiert, dieser Bauplan kommt zu den, in den Organellen, kommt zu den Ribosomen in den Zellen und die Ribosomen bauen dann die Proteine nach dem Bauplan. Jetzt kommt aber der Clou. Jetzt kann es ja sein, dass wir eine DNA-Schädigung haben. Durch Röntgenstrahlen, durch Elektrosmog, durch irgendwelchen Mist, durch Giftstoffe. Jetzt haben wir ein Bauplanproblem. Mhm. Was macht der Bauunternehmen? Der baut das falsche Haus. Und so würden eigentlich die Ribosomen das falsche Protein bauen. Okay. Oder zum Beispiel auch ein Problem ist, wenn wir durch zu viel Elektrosmog ändern sich die Aminosäurenladungsenden und dann bauen wir falsche Proteine. Jetzt gibt es jemanden, der kann das regeln, wenn die Mitochondrien. Die emittieren dann bestimmte ultraviolette Lichtfrequenzen. Muss ich mal vorstellen. Jetzt bauen die Ribosomen, obwohl sie einen falschen Bauplan haben, die richtigen Proteine. Mhm. Lass ich mal, wie unfassbar wichtig die sind. Und ich habe vorhin gesagt, sie sind auch der Stuckateur, also praktisch die bauen vieles im Körper in der embryonalen Entwicklung. Die machen aber so Kleinigkeiten noch, wie zum Beispiel, wir brauchen bei den roten Blutkörperchen brauchen wir Hämoglobin. Also wir brauchen da Eisenbestandteile, um Sauerstoff dort binden zu können. Mhm. Wer baut das Hem? Mitochondrien? Mitochondrien. Ach, okay. Ja. Und dann ist es so, man definiert ja Krankheit auch als Abwesenheit von Energie. Ja. Und das ist 100% korrekt. Und von wo kommt die Energie? Aus den Mitochondrien? Aus den Mitochondrien, zum Beispiel. Zum Beispiel. Jetzt, was passiert bei der Alterung? Ich sage mal, es gibt ein paar Dinge, die Mitochondrien auf den Tod nicht ausstehen können. Jetzt haben wir noch einen normalen Alterungsprozess, ist soweit so gut. Aber Übersäuerung, hassen die wie die Pest. Und das hassen die auch wie die Pest Elektrosmog. Insbesondere die 2,4 Gigahertz gepulsten, also UMTS, 4G, 5G. Katastrophe. Und jetzt sagt ja die WHO in ihrer Weisheit, dass in Zukunft jeder um 70 Alzheimer, Demenz oder Parkinson haben wird. Was tut man dagegen? Nichts. Aber wie immer. Jetzt muss man sich überlegen, warum kann das sein? Okay, ist ein Riesengrund sind Giftstoffe, Schwermetalleinlagungen, Nervensystem und so weiter, Aluminium, Glyphosat, ganz Mist. Aber ein ganz großer Grund sind die Mitochondrien. Jetzt muss man wissen, wo sitzen am meisten Mitochondrien jetzt prozentual gesehen im Körper? Am absolut meisten sitzen auf der Retina. Warum? Weil ich muss ja die Lichtfrequenzen, die ich bekomme, also die Photonen, wo kommen, die muss ich umbauen in elektrische Signale, weil nur die elektrischen Signale kann dann das Gehirn, die Gehirnareal in Bilder umbauen. Mhm. Deshalb kann man auch sagen, dieser Bau ist ein virtuelles Bild, deshalb ist der Traum auch, das Traumbild genauso realistisch wie das, was wir sonst so zu umbauen. Da könnten ja Fehler passiert sein. Okay. Jetzt haben wir aber, also in der Retina sitzt am meisten, am zweitmeisten, prozentual gesehen, da machen nämlich ungefähr 60 Volumenprozent der Zellen aus, ist an den Synapsen. Ist ja logisch, dort ist ein elektrisches Feuerwerk den ganzen Tag. Mhm. Irgendjemand muss die Energie dafür erzeugen. Also es sind da 60% Volumenprozent Mitochondrien in etwa. 60 Volumenprozent von diesen Jungs. Und jetzt werden wir permanent bestrahlt mit 4G, 5G. Idealerweise telefonieren wir mit dem Handy noch am Kopf, stundenlang. Großartig. Sind Wireless-Frequenzen ausgesetzt, auch nachts noch. Die gehen kaputt. Und die WHO sagt, in Zukunft hat dann 70%, also jeder zweite über 70 wird in Zukunft Alzheimer, Demenz oder Parkinson haben. Geht's noch? Geht's noch? Jetzt muss man auch etwas tun. Ja, auch, wie gesagt, übersäuertes Milieu ist nichts für die. Mhm. Und 80, 85% der Menschen ist übersäuert.
Ja. Jetzt müsste man dort was dagegen tun. Man könnte zum Beispiel auf die Idee kommen, zu sagen, okay, hexagonales Wasser reduziert die Übersäuerung oder vernichtet die komplett. Das ist das Thema schon mal erledigt. Sauerstoff brauchen die auch für die Energie erzeugen. Hexagonales Wasser hat 44% mehr Sauerstoff. Da könnte man auch auf die Idee kommen. Die freien Radikalen, wo die auch angreifen, das sind ja auch Organismen. Freie Radikale greifen ja alles an, auch die Membran dort. Die nehmen auch aus dem Rennen mit hexagonalem Wasser, weil hexagonales Wasser das stärkste Antioxidant ist, was es überhaupt gibt. Und auch den höchsten Oxidationsreduktionswert und Potenzial hat. Ist noch energiereich, hilft also auch denen noch Energie zu machen. Da könnte man auf die Idee kommen. Und jetzt haben wir, also bei mir im Cell Energy Center haben wir eine Technologie, eine Hochfrequenzenergie, wo man die Mitochondrien noch ganz anders unterstützen kann. Und zwar, wir haben ein Gerät, das heißt Celltuner, basiert auf Entdeckung und Entwicklung von Nikola Tesla. Da können wir zum einen pure elektrische Energie übertragen, hilft allen, auch den Mitochondrien. Aber wir haben da eins, das sind russische Bioingenieure draufgekommen. Das ist auch noch interessant. Wo kommen Mitochondrien her? Von Haus aus. Sagen wir mal, wie entsteht ein Mensch? Also ich hab einen Sperma und ich habe die Eizelle. Sperma kommt zur Eizelle. Was bringt der Sperma mit? Nur Chromosom, sonst nichts. Sonst nichts. Alles andere ist schon da. Also das Zytoplasma, alles ist schon da. Und das sind schon alle Organellen auch schon da. Das heißt, alle Mitochondrien sind auch schon da. Und die DNA vom Mann wirkt sich die ersten Jahre bei den Mitochondrien gar nicht aus. Man sagt, nach 6 oder 8 Jahren hat es die ersten Einflüsse so ungefähr. Also das heißt, die Mitochondrien kommen alle ursprünglich von einer Urmutter, das weiß man heute von vor circa 40.000 Jahren. Und weil das so ist, haben alle Mitochondrien die gleiche Eigenschwingung. Alles im Körper hat eine Schwingung. Ja. Alles hat eine elektrische Spannung, alles hat eine Schwingung. Und jetzt haben die russischen Bioingenieure, weil alle Mitochondrien die gleiche Schwingung haben, weil sie alles die gleichen sind, rausgefunden, was für eine Eigenschwingung das ist. Jetzt haben wir auf diese Antenne, die wir hier benutzen, ist genau diese Schwingung aufgespielt. Als elektromagnetische Frequenz. Und jetzt gibt es ein interessantes Phänomen in der Physik, das heißt konstruktive Interferenz. Konstruktive Interferenz bedeutet, ich habe eine Frequenz, eine Schwingung, die geht zum Beispiel, sage ich mal so. Das ist die Amplitude und das ist die Phase. Wenn ich jetzt phasengleiche Schwingungen habe, das ist sozusagen die Signatur von so einer Schwingung, ist die Phase. Jetzt habe ich die phasengleiche Schwingung und lege die zweite Schwingung über die erste drüber. Dann addieren sich die Amplituden. Und ich statte alle, das ist praktisch wie wenn ich die Stimmgabel anstoße. Die ist ruhig und die schwingt. Das, wenn ich die in Resonanz geht, wenn die gleiche auf die gleiche Frequenz kalibriert ist, fängt die an zu schwingen. Das heißt, da findet eine Energieübertragung statt. Ohne Berührung. Ohne Berührung. Das genauso machen wir das hier. Wir statten instantan durch ein paar Minuten Befeldung alle Mitochondrien im ganzen Körper mit Energie aus. Ist genial oder ist es genial? Ziemlich genial. Jetzt kommt ein anderer Punkt. Ich habe vorher angefangen mit Alterung. Ja. Also die stärkste These zur Alterung ist dysfunktionale Mitochondrien. Und da gibt es eine Unmenge von Büchern mittlerweile. Angefangen mit einem Buch von David Sinclair, das heißt Das Ende des Alterns. Und seine These, aber sage ich mal, ist keine These mehr, sage ich heute wissenschaftlicher Fakt. Alterung ist eine therapierbare Krankheit. Ist gelernt. Müssen wir gar nicht. Es gibt unglaublich viele, sage ich mal, Argumente, warum das eigentlich richtig ist. Aber wir haben es so gelernt, okay. Aber der Hauptgrund der Alterung, die stolze These, sind dysfunktionale Mitochondrien. Wenn Mitochondrien nicht mehr so gut funktionieren, erzeugen die, also durch äußere Beeinflussung, Übersäuerung, elektromagnetische Schwingungen und so, dann erzeugen die weniger ATP-Moleküle, als die können, also weniger Energie, im Verhältnis aber mehr freie Radikale. Also normalerweise Nebenprodukte sind immer freie Radikale, aber jetzt produzieren die mehr freie Radikale. Und diese freien Radikale greifen sogar die Mitochondrien selber an. Jetzt gesunde Mitochondrien haben einen Abwehrprozess dagegen. Die können diese freien Radikalen neutralisieren. Geschwächte Mitochondrien haben das nur noch sehr begrenzt oder gar nicht. Deshalb ist zum Beispiel das Sauerstofftraining, Intermittent Hypoxic-Hyperoxic-Training, so effektiv, weil es extremen Stress bedeutet für Mitochondrien
Und die geschwächten Mitochondrien keinen Abwehrmechanismus mehr haben, die werden sozusagen eliminiert und es bleiben nur die Guten übrig und die Guten können sich multiplizieren. Mhm. Und die multiplizieren sich in einer Phase von 30 Minuten bis zu 30 Tagen. Also nach 10 Sitzungen habe ich komplett erneuerten Mitochondrienbestand. Mhm. Deshalb habe ich nach 10 Sitzungen auch wenigstens 30% mehr Ausdauerenergie, egal wie fit ich vorher war. Ich kann der fitteste Mensch gewesen sein, ich habe nachher 30% mehr. Weil da will es dann nur noch die besten Mitochondrien gibt. Aber bei der Alterung passiert Folgendes, habe ich die Mitochondrien, die waren schwächer. Die bilden jetzt überproportional mehr freie Radikale, die greifen die eigenen Mitochondrien, begreifen aber auch die Zellen an, die Zellmembran. Da geht dann alles kaputt. Jetzt kann ich aber mit Antioxidantien da nicht machen, weil diese freien Radikale sind endogene freie Radikale in der inneren Membran von den Mitochondrien. Mhm. Und Antioxidantien aus der Nahrung kommen bis dahin gar nicht hin. Mhm. Da gibt es so viele Barrieren, die kommen in die Matrix, wo ich das Problem der endogenen freien Radikale habe, gar nicht hin. Jetzt ist es so, wenn wir mit Befeldung es schaffen, in dieser Matrix die Wasserstruktur außenrum hexagonal zu machen, haben unendlich viele freie Elektronen zur Neutralisierung der freien Radikale. Das heißt, wir können den Alterungsprozess stoppen. Und die Russen haben mal nachgewiesen, wir brauchen, um gesund zu sein, brauchen wir einen ATP-Spiegel in der Zelle von ungefähr 50%. Die meisten haben nur 40%, da fängt schon mal an. Mhm. Wenn wir aber 60% haben, setzt ein effektiver Verjüngungsprozess ein. Das hat er nachgewiesen. Jetzt muss man halt gucken, dass ich die besten Mitochondrien habe, die ich mir überhaupt haben kann. Und das sind zum Beispiel Fette, die wirklich gute Wahl, weil das am meisten Treibstoff für die Mitochondrien bedeutet. Zucker ist auch okay, aber sag mal, ist natürlich aus vielen anderen Gründen, haben wir eine Überzuckerung, Glykolisierung und so weiter. Viele chronische Entzündungen kommen von Zucker, von falschem Salz, nicht Mineralsalz, aber falschen Salzen. Und ja, die Mitochondrien sind einfach klasse. Es macht auch Spaß, sich mit denen auseinanderzusetzen. Ja, also ich habe jetzt in den Gesprächen mit dir wirklich ein ganz neues Bild von den Mitochondrien bekommen und bin absolut überzeugt, dass das das A und O ist, dort zu unterstützen an diesen Stellen. Und dann brauche ich eben das richtige Milieu. Wie gesagt, übersäuertes Milieu, das mögen überhaupt nicht. Ja. Ja, gut, und 85% der Leute ist übersäuert. Weißt du? Eigentlich ist es, ich weiß gar nicht, wieso die Dinge nicht sozusagen allgemein bekannt sind. Das stimmt, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das jemand im Biologieunterricht heute lehrt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Naja, also Schulen oder Schulen sind ja da immer eher etwas träge, bis man dort das Wissen austauscht. Ich sage jetzt einmal so, ich habe ja viel auch mit Ärzten zu tun. Aha. Es ist erschreckend festzustellen, wie wenig den Begriff hexagonales Wasser oder hexagonales Zellmilieu überhaupt kennen. Ja. Ja. Da muss ich jetzt echt sagen, ist zum Fremdschämen. Also wenn ich in einer so einer Position bin, oder ich bin auch im Gesundheitsministerium oder sonst irgendwo, dann bin ich in einer Garantenstellung. Da bin ich auch verantwortlich für Unterlassen. Ja, das kann auch Unterlassen von Holen von Informationen sein. Ich muss wissen, wie es geht. Sonst muss ich besser die Klappe halten. Ein paar Sachen weiß ich, weiß auch vieles Dinge nicht. Also ich bin auch immer froh, neue Informationen, Neues zu bekommen. Ich will mich da auch nicht überschätzen, aber in dem Teilbereich kenne ich mich, glaube ich, ganz gut aus. Und da ist wirklich schade, weil es ist überall öffentlich zugänglich, diese Information. Es ist jetzt nicht eine Secret-Geheimwissenschaft oder so irgendwas. Man kann es wissen. Ja, das stimmt. Aber dafür sind wir ja da, darüber aufzuklären, wenn es andere nicht tun oder beziehungsweise das Wissen möglichst in die Welt zu geben. Ja. Hast du noch einen wichtigen Aspekt dir noch unbedingt zu sagen? Lass mal die Seite noch. Die Anzahl, sagen wir, von der Struktur haben wir eine Doppelmembran, wir haben die äußere Membran. Schön, dass man ein Bild sehen davon. Und diese äußere Membran hat ungefähr ein Membranpotenzial, also auch elektrische Spannung, ist ganz wichtig, ungefähr minus 80 Millivolt. Die Zelle liegt bei minus 70 bis minus 90, also fast identisch. Und deshalb kann man damit Energie viel machen. Und wenn dieses Membranpotenzial nicht da ist, ist die Durchlässigkeit von der Membran verändert. Und der Lipton hat ja damals zu den Zellen gesagt, die Zellmembran ist das eigentliche Gehirn der Zelle. Und ähnlich ist es bei Mitochondrien, dass das Membran ist das eigentliche Gehirn, das ist das Membran. Und dann innen drin, nach der zweiten Membran, da kommt eben die Antioxidantien nicht mehr hin. Hier findet die Produktion, das nennt man Matrix, da findet die Produktion von Adenosintriphosphat plus von den freien Radikalen statt, die die brauchen, um praktisch die Apoptoseprozesse durchzuführen zu können. Wird es übersäuert, wird es schlechter, wird relativ weniger ATP produziert, also weniger Energie, aber mehr freie Radikale und das ist Anfang vom Ende. Und die Lösung dort ist, sage ich mal, hexagonale Strukturen.
Und dann die Membranpotenzial wieder nach oben zu bringen, also mit der Technologie, die wir machen, spielen wir minus 70 Millivolt Impulse in den Körper rein. Die kommen dort auch an. Wenn dort das Potenzial niedrig ist bei der Zelle, haben wir auch einen niedrigen elektrischen Widerstand. Mhm. Und Strom fließt, also Elektrizität fließt wie Wasser immerhin dort, wo es am wenigsten Widerstand hat. Deshalb finden diese Impulse auch zielgerichtet, sei mal diese Membran, wo sie hin müssen. Ja, also ein selbstfahrendes. Ja. Der Zug weiß genau, wohin muss. Ja, richtig. Vielleicht noch eine kurze Frage, weil wir es ja hier liegen haben, diese Antenne. Wie wendet man die denn eigentlich an? Also zum einen 5 bis 10 Minuten praktisch an Wassergeräte, also Wassergefäße hin. Dann wird das Wasser von energetischen Kontaminierungsinformationen gereinigt. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Plus macht das Wasser stabil 7 bis 10 Tage hexagonal. Praktisch kein anderes Gerät. Also wenn man es dann nicht in über 70 Grad erhitzt, bleibt 7 bis 10 Tage hexagonal strukturiert, also zum Trinken ideal. Nimmt Wasser ja schnell, ganz schnell andere. Und das andere nimmt man die Antenne. Es gibt auch mittlerweile so eine Flachantenne. Wendet man unmittelbar am Körper an, bleibt an bestimmten Stellen, wo, sagen wir mal, sehr viel Körperflüssigkeit im Durchfluss ist. Da bleibt man ein bisschen länger. Zum Beispiel Halsschlagader oder an den Leisten oder so irgendwie. Und dann kann ich sozusagen diese Prozesse, also wenn ich systematische Verbesserungen habe, ist ganz interessant. Also wenn ich eine Stelle, sagen wir mal, lange befelde, habe ich halt den Blutfluss, dann habe ich die Nervenleitung. Dann habe ich diese systematischen Verbesserungen, werden im ganzen Körper transportiert. Über Blut, über Lymphe, über Meridiane, über Nervenleitung. Also es ist ziemlich geil. Also wenn ich irgendwo richtig arbeite, habe ich die Verbesserung im ganzen Körper. Spannend. Ja, wunderbar. Und ein paar Minuten am Tag, glaube ich, hast du mal gesagt. Also sag mal so, ich persönlich mache es jeden Tag 45 Minuten bis eine Stunde. Ah, toll. Okay. Einfach, ich will gewappnet sein von dem, was da außen auf mich reinprallt. Mhm. Mhm. Ja, klar. Deshalb werde ich nie Sorgen haben, dass ich irgendwie eine schwere Krankheit kann ich nicht kriegen, weil der Körper ist vom System so genial. Wir müssen ihn doch nur unterstützen, wir müssen die Beeinträchtigungen eliminieren. Ist auch gar nicht so schwierig. Und wenn wir dann die Wasserqualität, das sind immerhin 99 und 100 Molekülen optimieren. Entschuldigung, was wollen die denn da? Kann mir nichts passieren. Ja. Ist so. Sehr gut. Ja. Schön. Vielen herzlichen Dank wieder für die wichtigen Informationen, die sonst so dürftig zu finden sind. Oder eigentlich nicht zu finden schon. Aber man muss ein bisschen Aufwand betreiben. Ja, richtig. Aber vielen Dank für die Aufklärung. Sehr gerne. Immer ganz toll, ganz wichtig. Ja. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Gespräch und wieder noch mehr zu lernen über all das, was in unserem Körper so stattfindet, in unserem großen Universum. Ja. Und es ist erhaltenswert. Ja, genau. Vielen Dank. Auch Ihnen sage ich danke, dass Sie wieder dabei waren und sich aufgeklärt haben, Strategien, Möglichkeiten für das öffnen, was Ihnen gut tut, was Ihre Gesundheit erhält, wiederherstellt. Und eben Prävention ist natürlich der Hauptgedanke. Sie sehen, es ist eigentlich relativ einfach. Es wird uns nicht immer auf dem Tablett serviert, wenn wir uns in der Öffentlichkeit informieren, aber in unserem Sender finden Sie mit unserem Gast heute zum Beispiel da immer Aufklärung zu. Also, seien Sie achtsam mit sich, seien Sie liebevoll mit sich, seien Sie wachsam und vor allen Dingen aufgeklärt. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin.